So, wir müssen. Ah. Wir müssen hier über den Zaun, über den Zaun, über den Fluss und müssen dahin. Hinterher ist man ja immer schlauer, ne? Wir müssen jetzt einmal querfeldein. Ich sollte vorher noch was essen. Täschchen. Hatte ich da nicht vorgesorgt? Das essen wir mal. Na, so ein bisschen, so ein Häppchen brauchen wir noch. Ah, hier, guck mal. Ich wollte doch sagen, ich hatte doch so viel gejagt. Kochen? Nee. Das ist für die Augen. Schafgarbe ist, glaube ich, ganz gut. So. Dann auf ihn mit Gebrülli. Ja, sie hat sich auch noch gestärkt. So. Wir müssen jetzt hier einmal lang. Dann können wir den Weg nehmen. Ich glaube, der ist nicht ganz so tief. Ech. So, tuckeln wir mal hier runter. Und dann hoffen wir mal, dass wir nicht gleich wieder drauf gehen. Ich habe kein Problem. Warum sind die denn alle immer so unentspannt? So, ist das jetzt die richtige Stelle? Ich glaube ja. Weil das Mädel kann ja auch schwimmen. So tief ist es gar nicht. Wieso habe ich denn hier Kopfgeld? Uno momento. Guck mal an, hier fängt das schon an mit dem Kopfgeld. So, jetzt muss ich quer, wenn ich das jetzt. Nee, 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 nee. Nee. Löschen. Müssen wir ein bisschen querfeldein reiten. Na, jetzt nicht so auf den kompletten Wegen. So, ich glaube, wir müssen ein bisschen da lang. Oh, jetzt sind schon wieder ganz viele Sachen hier zum Jagen. Wo ich mir eigentlich denke, so, halt, stopp, ich müsste mal kurz jagen. Und geht aber nicht. Ja, Yuki, die Livestreams. Warte ab, die Livestreams nächste Woche. Ich höre jetzt auch auf mit dem Livestream. So. Ich glaube, wir sind jetzt auf dem richtigen Weg. Müsste eigentlich sein. Easy, easy. Ah, da sind sie. Da sind die Guten. Ja, ich hätte mir so viel ersparen können. Nein, ich muss natürlich wieder. How many? A lot. Uniforms everywhere. Ich halte den Mund. No. I don't think so. Damn it. Where's Trelawney? Who knows? Hey. Where is that little Irish bastard? I'm not quite sure. Trelawney's off trying to find out. Has anyone been in the Blackwater to see how things lie? Place is crawling with Pinkertons, bounty hunters, pictures of Dutch and Hosea. Well, we got a lot of money sitting in that town. And that's where it's gonna remain for now. Why haven't they hanged Sean, I wonder? Does think he's bait? Gekommen? Well, they want to trial him publicly. Gentlemen, Sean is being moved.
up the Upper Montana, then to a federal prison out west. Damn. Well, we can't be rescuing people from some federal prison. We either rescue him now or cut him loose. We're not cutting anyone loose. Of course not. Ike Skelding's boys are moving him to a camp nearby before handing him over to the government. So, I guess we need to stop them before they get to camp. Charles, why don't you head up on the north side? And we'll head up on the other side of the valley and meet you. That way we have them in either direction. Javier, Josiah, come on. Let's go see. You know, Arthur, the government, or people whom the government like, seem to be very angry. Sure. Well, we'll rescue Sean and then we'll get ourselves lost, good and proper. It's a big country. I hope so. Es ist schon beeindruckend, was die alles eingehen, für Risiken eingehen, um einen aus ihrer Bande zu retten. Das ist schon... Follow me? Ja, ja, ja. Let's see if we can track down this boat. Keep your eyes open for Pinkertons. They got patrols out all over this area. Yes, south of the river, West Elizabeth isn't a very welcoming place right now. It's definitely as bad as we feared in there, Arthur. I keep hearing about this woman, Heidi McCourt. Some young mother, they're saying, Dutch murdered on the boat. I don't know about that. I wasn't there. Bad day. And no money yet, it seems. I hope you know where that is, at least. Let's get moving, Arthur. Wo ist denn das Boot? Dutch and Hosea say they do, but it's trapped in the town. Oh, it must be wonderful to have such trust in one's parents. Down there. Reckon those might be our boys. All right, gentlemen. Follow me. We'll follow them. Nice and easy. Let's make sure it's him first before you go starting another war. You think they can see us? Ich finde es nicht, also übernehme ich die Führung. We're just three fellas out on the trail. Act natural. We'll be fine. So, you've been gone for a while. Much as I love dodging the law and sleeping in the dirt with you derelicts, I do have other business to attend to. What happened in New York? You know how life is. Never a straight road anywhere. Especially with you. Nice to know I'm missed, though. Have you run out of people to rob? Oh, we'll never run out of people to rob. But without me, you'll not find the caliber of victim that I find. Maybe. Anyway, we should keep it down. Come on, let's keep them in sight. You all right, Javier? You're quiet. He hasn't stopped talking since we left you in Valentine. It's the longest ride of my life. Cute, dear boy. Very cute. Das Pferd, was hat vor uns, das ist auch schick. Vielleicht finden wir ja auch mal so eins. Pick up the pace a bit. Apparently there's a camp somewhere around here where the bounty hunters meet. Transfer before continuing out west. I imagine that's where they're headed. Glaube ich, ein Appalusia ist das. Sind wir denn jetzt auch endlich mal da? Wo geht er denn hin? Das ist ein bisschen komisch programmiert hier. Dann läuft er dahin und dahin. Hey, they've pulled into shore. Get your binoculars out. Let's see what we're dealing with. Yeah.
Ah, okay, da unten sind sie. So, who are these bounty hunters? I don't know too much about Ike Skelton's boys, but I hear they're a big crew, wild, built some reputation in the last year or two. That looks like Sean to me. Certainly kicking up enough of a fuss. Yep, that's definitely Sean. Oh, they're giving him a decent kicking. Well, you can only imagine the shit he's been giving them. Oh, yes. They're taking him up the canyon. There's Charles on the other side. Let's go. What about the other two down there? I've got an idea. Follow me. Ob das gut geht. Er hat zwar eine Idee, aber ob die Idee gut ist, das müssen wir jetzt erstmal mal rausfinden. Ich nehme schon mal mit. We should do this quietly if we can. Leave it to me, gentlemen. I'll go around and create a distraction. Then you two sneak across and do the dirty on them. Okay. Get your knife ready. Keep your head down. Stay here. Ich will gerade sagen. Let's get in the river. Wait until he's got them off guard before crossing. Geht doch runter. Wait here. He's still getting them in. Gentlemen! Excuse me, dear brothers. Hoffentlich kriegen wir jetzt keine Blasenentzündung. What's the problem? It's dear Bessie. You take the one on the left. Let's go now. Keep down. I'm beside myself. If I lose Bessie, I lose everything. Oh, calm down, mister. I can't! I'm having a fit! Zack, zack, zack. Come on, let's get up there. A pleasure as always, gentlemen. I think you have it from here. So, dann rennen wir jetzt mal. We got two halfway up the canyon to deal with. Dann nehmen wir die schon mal. Those are very nice. Who's the guy you got them from? Is he alive still? Und jetzt? Come on, focus. Oh. Focus, okay. Soll ich jetzt hier wieder Attacke machen oder was? Das Problem ist, wenn ich jetzt schieße, dann. Me neither. The older I get, this traveling wears me out. Dann wissen die ja, dass ich da bin. Wer hatte das Feuer eröffnet? Ich nicht. Egal. Geh doch Affa. Geh da rum. Affa. Mann. Ich muss, glaube ich, näher dran. So, er muss erstmal kurz nachladen. Hab ich da noch jemanden? Ja, hab ich, aber da kommen wir nicht dran. Müssen wir einmal hier zum Felsen hüppeln. Oha, das war knapp. Manchmal sollte ich mich doch nicht zu weit nach vorne wagen.
kommen. Ja, ich glaube, den haben wir erwischt. Und noch einen. Und nochmal. Und nochmal. Ich glaube, den... so richtig cool. Meine Güte, die Spielfigurinnen helfen dir nicht so wirklich. Ach so. I see Charles up there. Quick. Come on, let's get up there. Ja, ja, wir gehen ja schon. So, die haben wir. Hey, watch out for these two. Put that bastard in the ground. So. Den haben wir erfolgreich umgelegt. All good? Wouldn't go that far. The camp's up this way. Come on. Geh doch mal runter. I'll take the left side, Charles. You go right, okay? I guess. Und ich? Take him down. Ach du. Kacke. Still time. Diese sehen sie nichts. Behind you. Now you go. Ich sollte mal hier kurz. Okay. Mein Hut! Sie haben meinen Hut weggeschossen. Was? Oh. Hör auf, abzuladen. Wo ist der? Hallo? Okay. So, dich. Jo, dich habe ich auch erwischt. Das hat bestimmt weh. So, und jetzt? Okay. Let's get Sean. Mein Hut ist schon wieder weg. Mein Hut. Ja, machen wir sofort. Wir gehen jetzt aber erstmal ein bisschen plündern. Weil wir brauchen Geld. Wir brauchen Geld, Geld, Geld. Warte mal. Hier waren doch mehrere. Und die liegen da wahrscheinlich hinter. So kann man nämlich auch ganz gut nebenbei mal plündern. Ein bisschen Geld sich dazu verdienen. Taschenuhr, weil jetzt passiert erstmal nichts. Also wir haben eine Aufgabe, was wir machen sollen. Aber die warten jetzt halt so lange, bis wir uns hier bereichert haben. Gut. Achso. Ah, der baumelt da vor sich hin. Hängst du gut? Are you gonna get me down from here? Arthur. You know, you're a lot less ugly from that other angle, Arthur. Come on. Hm. Sehr nette Begrüßung. Do I get a hug, Arthur? A warm embrace for a lost brother now found. You know, nothing means more to me than this gang, the bond we share. It's the most real thing to me. I would kill for it, I would happily die for it. But in spite of all of that, I would have easily left you here to rot if Charles hadn't stopped me. I don't believe a word of that, Arthur. Get him out of here.
You're a great man, Arthur Morgan. The kind of young whippersnapper can really admire. Oh, shut up. Right, we should split up. Javier, will you escort Mr. McGuire back to camp? Charles, best you ride separately. Be careful. There's patrols everywhere. What about you? I'm gonna see what's worth taking here. I'll meet you back there as soon as I can. All right. Okay, come on. Have I got stories for you? Yeah, I can't wait. I imagine you all miss me a lot. But fear not, the joy is back in your lives now. Oh, ich lerne es auch nicht mehr.